Hallihallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar ist vergangene Woche ein Brief angekommen, und zwar von Sakura Versteck, also so heißt sie zumindest auf Facebook. Ich bin mir nicht sicher, ob sie YouTube hat. Ich glaube, das hatten wir nie so angesprochen. Also hinten, ich war voll geflasht, als ich das gesehen habe, das ist so schön gestaltet, die Rückseite vom Brief. Zwar steht hier Wanted, das ist halt Bonnie aus One Piece, also der Steckbrief. Dead or Alive, Bonnie, 140.000 Berry. Dann steht halt noch Marina und du wirst gesucht, XD. Das finde ich wahnsinnig toll, cool. Und ja, der Brief ist schon offen, da ich schon versucht habe, das aufzunehmen. Ich hatte allerdings bei der Adresse erst so eine Karte drauf liegen und dann kam meine Katze und die Karte war weg und man hat die Adresse gesehen, da habe ich es doch lieber zugeklebt. Ich bin aber, also habe noch nicht reingeguckt, bis auf den kleinen Zettel, der hier ist, den hatte ich schon gelesen. Ja, und dann kam meine Katze. Deswegen lese ich ihn halt jetzt nochmal. Hi, ich bin irgendwer, hihi. Ich wollte nur sagen, dass du bitte zuerst die Karte lesen sollst, dann den Brief und anschließend die Kakaokarten. Brief aufmachst und jetzt viel Spaß. Okay. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass ich erst die Karte lesen soll. Entschuldigung, dass ich dich vergessen habe, aber ich hatte wohl schon wieder Tomaten auf den Augen und Bohnen in den Ohren. Voll niedlich. Und dann hier, liebe Julie Bonnie, dies ist eine kleine Entschuldigung, weil das so lange gedauert hat. Ich hoffe, dass dir die kleine Überraschung gefallen wird. So, nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen des Briefes. Das soll eine Sakura japanische Kirschblüte sein. Wenn ich hier noch, ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt. Ich glaube, man nennt die Dango, hießen die so? Ich weiß es nicht. Irgendwie so ähnlich. Und dann steht hier noch Entschuldigung. Und dann an Julie Bonnie, YouTube von Samantha oder Samantha. Dies ist eine komische Katze geworden. Ich hoffe, dass du es lesen kannst. Also, ich konnte es bis jetzt lesen. Und die Karte sieht so niedlich aus. Ich habe auch noch extrem viele von diesen D-Day-Karten. So, irgendwie. Okay. Dann jetzt den Brief. Hallihallöchen. Ich hoffe, dass die Kakaokarten heil angekommen sind. Klar, ansonsten könntest du das nicht lesen. Danke, dass du mit mir getauscht hast. Das ist mal was Neues für mich. Oh Mann, das ist ja wenig. Einen Moment. Ich glaube, da steht da gestaunte Gesicht. Sorry, das kann ich nicht lesen. Übrigens, ich bin ein bisschen erkältet. Ich habe Schnupfen. Ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu sehr. Mir fällt nichts mehr ein, sorry. Und es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Das sage ich schon zum zweiten Mal. Ich hoffe, dass wir das nochmal wiederholen können. Mann, das macht mehr Spaß, als was am Handy zu schreiben. Liebe Grüße, Sam. Das passt irgendwie. So sah ich aus, wo ich das geschrieben habe. Sieht mega niedlich aus. Ich weiß auch meist nicht, was ich in einen Brief reinschreiben soll. Ich schreibe irgendwie immer genau dasselbe. Im Brief passt gar nicht alles drauf. Also, Mann, ey. Ja, so muss man jetzt mitleben. Und dann sind hier, denke ich mal, die Kakaokarten drin. Kakaokarten sind da für Julie Bonnie. Umdrehen und aufmachen und reinschauen. Mach auf, nervige Tier. Was wohl auf dich wartet? Ich hoffe, es gefällt dir. Ja, okay. Ich bin schon mega gespannt auf die Karten. Da habe ich das schon gesagt. Deine werde ich auf jeden Fall heute abschicken, genau wie vier andere. Ich war nämlich gestern in der Stadt und hatte Briefmarken gekauft. Und ja, hier steht dann auch viel Spaß. Hand rein und rausholen. Passt dir gar nicht alles hin. Mach mich auf. PS, dreh bitte zuerst um. Mach mich auf. Sieht blöd aus. Ich finde, das sieht niedlich aus. Das soll dir die Angst nehmen, weil er komisch... Steht da an? Ich glaube. Wie es aussieht. Wie...
Ich hoffe, dass dir das Bild gefällt. Ich finde, das sieht echt extrem geil aus. Ich würde hier noch drehen. Oder war ich jetzt... Nee, ich hatte alles gelesen. Oh Mann, das passt ja gar nicht alles drauf. Und dann sind hier anscheinend die Kakaokarten. Die sind so, wie nennt man das? Laminiert, ne? Achso, von hinten, das ist hinten. Ich dachte, das ist ja vorne. Kakaokarte Nummer 1 von Samantha. Was ist mit Julie... Oh, ich kann den Namen nicht aussprechen. Was ist mit Julie los? Für Julie Bonnie. 22.08.2014. Und das sieht so niedlich aus. Was ist los, Julie? Ich finde, das sieht mega niedlich aus. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist das längste Kakaokarten-Video, was ich je hatte. Dann Nummer 2 von Samantha. Chuichiro Yukimura mal mit einem anderen Gesichtsausdruck. Für Julie Bonnie, 23.08.2014. Wenn Misaki mal ohne Vorwarnung wüten wird. Sieht extrem cool aus. Voll niedlich. Ich bin ein riesiger Chuichiro-Fan. Von Samantha, Chuichiro Yukimura ist ein Star. La, la, la. Für Julie Bonnie. Ich finde, das hinten sieht doch immer voll cool gestaltet aus. Oh, la, la, la. Nein, la, 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 la. So. Also wie gesagt, ich hoffe, das mit dem Schnupfen stört irgendwie nicht. Hatten wir 4 getauscht? Muss kurz überlegen. Egal, ich gucke gleich einfach nochmal. Nummer 4, Torholger Law von Samantha für Julie Bonnie, 31.08.2014. Und oh, der sieht auch mega niedlich aus. Nala, wie sieht es denn? Wie geht es denn so? Oh, der sieht mega niedlich aus. Oh. Ja, wie gesagt, ich packe die gleich. Habe ich das schon gesagt? Auf jeden Fall packe ich die gleich. Alles packe ich gleich in meine Kakaokarten-Mappe. Und ja, also nochmal vielen, vielen Dank. Das ist alles echt voll schön. Ja, und auch schon, wie gesagt, ich schicke deinen Brief heute ab. Muss nur noch die Briefmarke draufkleben. Und ich habe das irgendwie nicht so schön gestaltet, den Brief. Das ist irgendwie voll schön gestaltet. Und ja, vielen, vielen Dank. Oh, ich bin gerade irgendwie voll happy. Vielen, vielen Dank für diesen Tausch und auch vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.